Dann ist es jetzt bald schon Zeit für den nächsten Vortrag. Da geht es dann auch schon wieder um ein Suchtool, und zwar um die Overpass API. Da wird uns Roland Olbricht darüber berichten, und zwar gleich über 10 Jahre Overpass API. Also ein kleineres oder vielleicht für solche Software sogar schon größeres Jubiläum. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag 10 Jahre Overpass API. Wir werden nun die Jahre 2011 bis 2015 im Detail anschauen und den Rest in der zusammenfassenden Chronologie und starten in 2011. Damals hatte ich als Ziel, sogenannte Linienbänder auszugeben, und das hat bedeutet, dass man sie in eine Buslinienrelation hernimmt, die Haltestellen der Relation auflöst, in der Umgebung der Haltestellen nach anderen Haltestellen sucht und bei den gefundenen Haltestellen wieder zurückgeht auf die dort befindlichen Buslinienrelationen, plus um Tagging-Feinheiten drumherum shift und so auf Anforderung der Lage ist, durch sofort dieses Linienband einschließlich umsteigende Beziehungen anzugeben. Und mit den Werkzeugen von 2011 war das denkbar schwierig. Man hätte die Möglichkeit gehabt, mit dem globalen Planet OSM plus Osmosis jeden Schritt für Schritt jeweils eigenen Durchgängen durchzuführen. Allerdings hat jeder einzelne Durchgang bereits mehrere Stunden gedauert und der Spaß hätte über 24 Stunden gedauert. Also aussichtslos. Mit Extrakten wäre es zwar grundsätzlich schneller gegangen, aber immer noch nicht im Bereich von einigen Sekunden mit einer sinnvollen Antwortzeit. Und hätte den Ärger damit gehabt, die ganzen Extrakte alle aktuell halten zu müssen. Und bester Kandidat wäre so eher die XAPI gewesen, hat allerdings viel zu wenig Funktionalität gehabt, hat sich als vollkommen störanfällig erwiesen, und da es in einer obskuren Programmiersprache namens MUMS implementiert war, war es de facto auch nicht möglich, eine eigene Instanz zu betreiben. Daher stellt sich die Frage, ob eine eigene Implementierung das Problem löst, und da die OPNV-Community zu klein gewesen wäre, habe ich nach Synergien gesucht. Andere offene Probleme waren, das ist Intec, das damals explizit ausgeschrieben wurde, statt es geometrisch zu berechnen. Und die Updates waren extrem langsam. Es wurde selbst die Hauptkarte nur wöchentlich geupdatet. Das hat unter dem Stichwort Osma Render einen City-at-Home-artigen Prozess auf vielen Rechnern erfordert. Und die anderen Tools hatten ebenso eher einen wöchentlichen Rhythmus, und die ganz super High-Tech-Tools hatten vielleicht einen täglichen Rhythmus. Und obendrein war es möglich, dass es jederzeit Datenmüll gab. Das heißt, man musste irgendwie sein Ding auch so konzipieren, dass es leicht sich zurücksetzen ließ. Und da aber auf der Dev-Liste damals der Ton so war, dass eine Menge Schaumschlänge unterwegs waren, die einem das Blaue vom Himmel versprochen haben und alle anderen Software, die nicht von ihnen war, versucht haben runterzureden, war es klar, dass man sofort mit einem einsatzfähigen Prototypen um die Ecke kommen muss, da man sonst nicht ernst genommen wird. Ich bin also in die Liste herangetreten mit, ich habe hier etwas, was ich OSM Server-Side Script nenne und was eben das Problem lösen soll, komplexe Abfragen zur Laufzeit zu machen. Und dann kam die erste Rückmeldung von Friedrich Gramm: Gib dem Ding doch einen vernünftigen Namen und mach einen XAPI-Kompatibilitätsmodus dran, dann werden die Leute, wenn die Leute es ernst nehmen und die erweiterten Features auch ausprobieren. Und das war genau richtig. Das habe ich also unter der Überschrift Overpass API auf der SOTIM EU in Wien präsentiert. Und es war so gut, dass jemand aus der russischen Firma Rambler auf mich zukam und sagte sie würden gerne einen Server stellen, sodass ich, wenn ich mich um die Installation und Wartung kümmere, dann sofort auch eine öffentliche Instanz da wäre, was ich gerne angenommen habe, da ich ansonsten die andere öffentliche Instanz habe privat bezahlt. 2011 war aber auch in OpenStreetMap selbst ein Jahr, in dem es rasant vorangegangen ist. Es wurde nämlich von der API 05 zur API 06 gewechselt.
mit den wesentlichen Änderungen, dass Relationen-Member danach geordnet waren, wichtig für Buslinienrelationen, und zum anderen Metadaten sichtbar geworden sind, womit die Overpass-API quasi sofort auch wieder veraltet war, denn Metadaten konnte sie erst nicht, da ist die Datenmenge etwa verdoppelt, und sodass ich es ja spontan wieder in 2011 sofort noch schnell implementiert habe, damit die Leute, die jetzt gerade Metadaten in der Hand hatten, die auch über die Overpass-API bekommen wollten, wenn sie das die doppelte Datenmenge bereitwillig in Kauf genommen haben. 2012 hat es dann zwei wichtige Beiträge zum End-User-Interface gegeben. Das ist zum einen die Einführung der QL-Syntax. Vorher gab es eine XML-Syntax, auf die ich eigentlich auch recht stolz war, weil sie deutlich flexibler war als die XRP-Syntax. Aber an mich wurde der Wunsch herangetragen, auch wenn ich leider nicht mehr weiß von wem, das Ganze doch sehr viel kompakter zu kriegen, woraufhin ich dann die sehr viel kompaktere QL-Syntax entwickelt habe. Und jetzt im Nachhinein bin ich schon sehr froh, denn das Niederschreiben von Abfragen in der QL-Syntax ist schon deutlich angenehmer als das lange Tippen von XML-Abfragen. Weitaus wichtiger ist aber die Overpass Turbo gewesen. Auch da war mir erst nicht klar, dass es ein Problem gibt, das das Ding überhaupt löst. Und es stellt überhaupt erstmal eine Benutzeroberfläche dar, bei der man in der Lage ist, die Abfrage einzugeben und im Blick zu behalten und gleichzeitig aber in der anderen Hälfte des Bildschirms auch das Ergebnis auf einer Karte angezeigt zu bekommen, ohne dass man selbst die Rohdaten erst auf eine Karte werfen muss und es einfach die Anzeige auf einen Klick zu reduzieren. Daher gilt hier mein besonderer Dank nochmal ausdrücklich Martin Reifer, der das Problem gefunden hat und eben auch komplett eine Implementierung geliefert hat. Aber auch Simon04, der mittlerweile die Pflege übernommen hat und somit dafür sorgt, dass Overpass Turbo auch heute noch problemlos funktioniert und auch den aktuellen Entwicklungen Schritt hält. Auf der OpenStreetMap-Seite ist 2012 geprägt gewesen vom Lizenzwechsel vom CC BY SA zu ODBL, was insbesondere deswegen bemerkenswert ist, nicht nur weil beides Copyleft ist, sondern weil damit ein großes Thema, was OpenStreetMap jahrelang beschäftigt wurde, sondern tatsächlich einfach fertig geworden ist. Danach waren Lizenzstreitigkeiten nur noch ein sehr, sehr untergeordnetes Thema auf der Liste. Die Overpass API hat ihre finale Lizenz bekommen, das ist eine Copyleft-Lizenz. Und da die Overpass API auf einem Server läuft als Software, ergibt sich zwangsläufig, dass es die AFE-ODBL sein muss. 2013, eigentlich auch noch 2012, hat es auch einen Schwung Features gegeben, die allerdings sich vorwiegend gerichtet haben nach den Bedürfnissen von den ersten Entwicklern von Software und das Zusammenschalten der Software erleichtert haben, wenn man sich die Liste durchliest, sodass ich dann schlussendlich auf etwas anderes sehr viel stolzer war. Pass Editing ermöglicht es, dass man sich gezielten Daten nur einen Teil der Daten lädt und so ein sehr viel größeres Gebiet, als man mit den vollen Daten bearbeiten kann. Es erfordert eigentlich Disziplin beim Anwender. Trotzdem ist es ein hervorragendes Beispiel dafür, wie fortgeschrittene Anwender durch das Zusammenspiel der Tools JOSM und Overpass API in der Lage sind, Daten relativ bequem in einem relativ großen Gebiet zu bearbeiten und damit dem Konzept des Layers für klassische Geografen auf der Arbeitsebene schon sehr nahe kommen und da einfach keine Wünsche mehr offen bleiben. 2013 ist aber auch das Jahr gewesen, wo auf OpenStreetMap sich die Website geöffnet hat für Drittanbieter. Das ist einerseits die Overpass API selbst gewesen, angebunden über das Export-Tab und die Exportfunktion überhaupt erst nutzbar gemacht für einen einigermaßen großen Bereich. Und zum anderen aber auch hat man Anforderungen an Routing-Engines definiert, dafür auf der OSM-Org-Seite eingebunden zu werden, sodass es seitdem auch möglich ist, Routing direkt auf der OSM-Org-Seite durchzuführen. Und damit dann zumindest für Nerds auch tatsächlich der Seite eine Endnutzerfunktion zu geben und für allen anderen zumindest vorführbar zu machen, dass sich die OSM-Daten auch für Routing zuverlässig eignen.
2013 ist aber auch das Jahr gewesen, in dem ich mich gefragt habe, ob die Entwicklung der Overpass-API überhaupt mittelfristig noch Sinn ergibt. Denn das Feature der Overpass-API gegenüber relationalen Datenbanken war, dass sie die geografischen Daten auch auf der Festplatte zusammenhält und so eben verhindert, dass man dann doch wieder wegen Millionen Datensätzen verteilt die gesamte Festplatte liest. Und mit SSDs sollte das eigentlich kein Problem mehr sein, weil das verteilte Lesen von Daten genauso schnell sein sollte wie das Lesen von Daten aus einem Block. In der Realität stimmt das so nicht. Zwar ist der Unterschied nicht mehr ganz so eklatant, aber dann steht immer noch da und damit hat die Overpass-API mit ihrer Blockstruktur für geografisch zusammenhängende Daten eben schon noch einen Vorteil gegenüber relationalen Datenbanken, die diese Optimierung überhaupt gar nicht vorsehen. Die zweite Sache, die in Frage gestellt hat, ob die Overpass-API mittelfristig gebraucht wird, war, dass ein Wunderdatenformat namens PBF angekündigt wurde. Wie sich dann bei näherer Betrachtung herausstellte, hat PBF aber eben nicht die Probleme mit dem Geometriemodell von OpenStreetMap gelöst, sondern nur das aus Overpass-API-Sicht ziemlich Randproblem, die Zeit für das Parsen von XML zu reduzieren. Das ist deswegen kein Problem aus Sicht der Overpass-API, weil es erst dann ins Gewicht fällt, wenn man XML-Dateien in der Größe von sehr großen Extrakten oder vielleicht vom Planet selbst parsen möchte. Schon der Umfang der Zusammenarbeit in 2014 hatte aber gezeigt, dass die Overpass-API schon längst ein interessiertes Publikum gefunden hat. So hat der Foskis 2014 die Serverförderung tatsächlich sogar verlängert. Ich weiß nicht, wann sie genau gestartet hat, aber aus dem Jahr habe ich den ersten Förderantrag gefunden. Dann gilt mein besonderer Dank MMD für zahlreiche Codebeiträge und 2014 ist das Jahr mit dem CSV-Code der erste größere Beitrag gekommen ist. Und am anderen Ende aber auch ein Dies, der gezeigt hat, dass man aus den Augmented Diffs, die ja erstmal nur ein Datenstrom sind, auch ein total interessantes Feature machen kann. Nämlich ein Feature, das quasi live die Edits, wie sie gemacht werden, von Waze zeigt. Und das ist ein echter Hingucker, den wir auf diversen Messeständen beim Foskis auch benutzt haben, zu zeigen, wie live die Daten in OSM angefasst werden und quasi von Zauberhand auf wechselnden Luftbildern dann hier Gebäude gezeichnet werden oder eben eigentlich auch Straßen, aber Gebäude fallen halt mengenmäßig vor allem ins Gewicht. Nicht zuletzt zu erwähnen auch, dass die Overpass-API erstmals eingebunden oder zweitens eingebunden ist auf OSM.org für das sogenannte Query-Feature und damit ein Lösungsangebot gewesen ist für eine lange geforderte Fähigkeit, nämlich dass die Hintergrundkarte klickbar sein soll, damit man Voice auch sehen kann. Das ist nicht so einfach, denn es können sehr viele Informationen an einem Punkt konzentriert sein. Und das ist dann neben der Datenlieferung, die Overpass-API souverän bewältigt, eben auch eine Frage des User-Interfaces. 2014 hat es dann auch Ethic-Daten gegeben, das heißt also man konnte dann auch nicht nur die aktuellen Daten sehen, sondern auch zu jedem beliebigen früheren Zeitpunkt seit dem Lizenzwechsel 2012 zurückgehen und sich den Datenstand von damals auch später noch anschauen. Was wichtig ist, um Fehler zu korrigieren oder auch damit Bezüge Sinn ergeben. 2015 hat dann eher im Klein-Klein festgesteckt. Zunächst einmal gilt mein Dank dafür, dass sich erstmals Leute die Mühe gemacht haben, aus dem Wiki-Chaos ein einigermaßen brauchbares Tutorial zu machen. Aber dann eben hat die Tatsache, dass das Tutorial eher bei den elementaren Dingen stehen bleibt, gezeigt, dass meine Erwartungen daran, wie verständlich die Sprache ist, doch zu hoch gesetzt sind und dass schon die einfachen Dinge durchaus den Durchschnittsuser beschäftigen. Und um SSDs tatsächlich für die Overpass-API nutzbar zu machen, war es nötig, eine GZIP-Implementierung zu liefern, denn die Datenbank der Overpass-API war schlicht für die SSDs von 2015 noch zu groß. Und über die Komprimierung hat man das dann geschafft, die SSDs nutzbar zu machen, wenn auch um den Preis, dass seitdem der Prozessor der Flaschenhals ist. Es ist aber auch das Jahr gewesen, aus dem ich mal beispielhaft erwähnen möchte. Es gab auch einen Entwicklungszweig eben im Rahmen der GZIP-Komprimierung
um die dekomprimierten Daten zwischenzuspeichern. Und es hat sich dann gezeigt, nach mehreren Monaten Entwicklung, dass das Ding zwar voll funktionstüchtig ist, aber schlicht und ergreifend nicht die Laufzeitvorteile bringt, die es erst versprach, sodass ich es abgebrochen habe. Und es zeigt eben wunderschön, dass Softwareentwicklung nicht Stein auf Stein ist, wie beim Hausbau, dass man immer wieder was Neues dran bastelt, sondern dass es eigentlich so ist, dass man testet, Regressionstests macht, das heißt dafür sorgt, dass wenn man das Neues implementiert, dass nichts Altes kaputt geht, aber eben auch, dass man irgendwann sich zurücklehnt und ehrlicherweise entscheidet, ob tatsächlich eine Änderung ein Fortschritt ist oder ob man nicht zurückgeht auf den alten Stand und lieber schaut, ob man an anderen Stellen einen Fortschritt ausmachen kann. 2016 hat es dann vor allen Dingen weiter mühende Ebene gegeben, laufende technische Probleme zu lösen, während in den Folgejahren dann die Dokumentation zur Overpass API im Mittelpunkt gestanden hat. Das ist 2017 erst einmal der Blog gewesen, um die interessanten Probleme zur Overpass API einfach mal niederzuschreiben und das Vorgehen aus Sicht der Overpass API Logik zu schildern. Und 2019 ist daraus dann in Reaktion auf die Kritik, dass es endlich mal eine Dokumentation auf Deutsch geben sollte, das Handbuch in drei Sprachen entstanden, auf Deutsch, Englisch und Französisch. Es ist noch nicht fertig, da es sehr viel zu dokumentieren gibt. Aber der bereits jetzt vorhandene Zustand lässt sich bereits zum Nachlesen von Features sehr gut nutzen. Und 2018 hat es mit den Derived ein Feature gegeben, um Elemente aus OSM, aus OpenStreetMap-Datenelementen automatisch abzuleiten, im Hinblick auf Datenkonsumenten, die sich schwer tun, damit das in ihrem Verarbeitungsprozess downstream selbst zu tun. Und denen vorzuhalten, dass es besser ist, das auf der Ebene der Overpass API zu tun, als in den original OpenStreetMap Datenbankdaten mechanische Edits vorzunehmen, weil sie selbst mit der Datenverarbeitung überfordert sind. Dass diese Features bisher keine große Nutzung finden, sehe ich nicht als ein Problem an, denn zum Beispiel war auch Ende 2012 eigentlich die Overpass API bereits für aktuelle Daten Feature vollständig. Aber erst 2014 hat es die ersten darauf aufbauenden Anwendungen gegeben auf der Overpass API. Und auch bei vielen anderen Features, wie zum Beispiel in Areas, hat es entsprechenden Zeitverzug gegeben zwischen der Fertigstellung und der intensiven Nutzung. Wie man auch daran sieht, wie lange es gedauert hat, bis die Nutzerzahlen angestiegen sind, aber wie lange der Anstieg auch weiterhin beibehält. Und von daher möchte ich diese Chronologie und diesen Effekt zusammenfassen mit einem Motto, das ich von OpenStreetMap Japan frei übernommen habe. Keep going, persistence pays off. Man sollte den Weg, den man für richtig gefunden hat, auch beibehalten und sich nicht beirren lassen, denn bei Infrastruktur kommt es vor allem darauf an, dass sie dauerhaft und zuverlässig verfügbar ist, nicht daran, ob ein Feature schnell großen Anklang findet. Ich möchte mich schlussendlich noch nicht nur bei allen Zuhörern jetzt bedanken, sondern auch bei den vielen Unerwähnten, denn die Länge des Vortrages und die große Anzahl der Leute, die auf die eine oder andere Weise einen Beitrag geleistet haben zur Overpass API, ist viel zu groß, um alle zu erwähnen. Es geht dabei nicht, damit es klar wird, dass es dabei nicht nur um eine Floskel geht, nochmal zwei zufällige Erwähnungen. Also zum einen ist das Malcolm Herring, der sich darum gekümmert hat, dass die Overpass API auch auf macOS kompiliert. Und zwar ging es dabei darum, dass es im Prinzip fast gehen müsste mit dem vorhandenen Quellcode. Und die relativ überschaubaren Änderungen haben wir dann durch Testen und Rückmeldungen und Änderungen am Quellcode zusammen herausgefunden. Eine sehr spannende Arbeit. Und zum anderen an die sehr vielen Leute, die interessante Karten gebaut haben mit POIS, zum Beispiel die Gaslaternenkarte in Düsseldorf, die da sogar dazu geführt hat, dass Düsseldorf sich erst einmal bewusst wurde, welchen Schatz an Denkmal es an den Gaslaternen hat. Und da hat das Kartografieren und Sichtbarmachen der Gaslaternen dabei geholfen, die Gaslaternen auch als historisches Denkmal dauerhaft zu erhalten. In diesem Sinne hoffe ich, dass die Overpass API viele sinnvolle Beiträge leistet, gerade auch im Zusammenspiel. Ja, sie basiert ja immer auf den OpenStreetMap-Daten. Und gerade auch da
zusammen mit OpenStreetMap dazu beiträgt, Dinge in der Welt zum Besseren zu verändern, und hoffe, dass ich dafür auch 10 Jahre weiterhin in die Zukunft oder noch länger Grundsteine legen kann. Danke fürs Zuhören. Gibt es Rückfragen? Gut, ich fange mal mit Frage 2 an. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht überfalle jetzt nicht rein. Und zwar geht das, ich mache das mal eben auf, wenn man Export anklickt und dann Rohdaten direkt von der Overpass-API, dann stellt er die Frage links aus dem Kästchen, also links aus der Textbox, die Abfrage stellt er dann sofort an die Overpass-API, ohne sie anzuzeigen. Vielen Dank. Ich lese euch die Frage noch mal kurz vor, weil die haben vielleicht nicht alle gesehen. Die war, Moment, jetzt muss ich gucken, die sind verrutscht. Das war die zu Overpass Turbo, oder? Genau. Ja, die Frage war, ich möchte auf Overpass Turbo manchmal nur das Ergebnis einer Abfrage exportieren oder downloaden, ohne vorher das Ergebnis auf der Karte zu sehen, weil das Rendern zu viel Rechenleistung und somit Zeit benötigt, ob das gehe. Und du hast jetzt schon erklärt, wie das geht. Vielleicht kannst du es nochmal sagen. Ich weiß nicht, ob das überall... Ja, genau. Also im Grunde genommen mit... es geht, indem man über den Export-Button sofort Rohdaten direkt von der Overpass-API aufruft. Dann würde er jetzt sofort die Daten von der Overpass-API holen. Und das geht, ohne dass man vorher das Ausführen gedrückt hat. Das geht ohne das Ausführen. Insbesondere ohne Ausführen. Kein Ausführen, direkt Export, Rohdaten. Aha. Gut, dann haben wir hier eine Lösung. Vielen Dank. So. Dann gehe ich weiter zur nächsten Frage. Das ist meine eigene. Wenn ich auf der OpenStreetMap-Website im Kontextmenü Objektabfrage wähle, oder auf Englisch heißt es, glaube ich, Query Feature, dann kommt manchmal die Meldung, dass ich zu viele Anfragen an Overpass gestellt habe. Und wenn das kommt, kann ich dann irgendwas machen oder muss ich da einfach warten? Leider nein, das ist ein bisschen misslich. Da habe ich bisher nicht drüber nachgedacht, dass das zu einem Problem wird. Weil, also hat selbst keinen Einfluss darauf, mit dem man da sich günstiger aufstellen könnte. Und ich lasse mir was einfallen mit, wie man das ein bisschen macht, dass er die Abfragen vorrangig ausführt, weil die Last auf dem Server würde das eigentlich hergeben, dass das nicht sein muss, dass da was aussetzt. Also deswegen, aber im Moment geht es leider nicht für den Benutzer, weil dafür ist es zu tief eingebaut. Also ich kann da auch nicht selber wählen, auf welchen Overpass-Server die Abfrage geht oder so, oder? Also ich vermute mal, wenn man wirklich mit dem Debug-Menüs von Firefox sich gut auskennt, könnte man ihm reingrätschen und manuell was senden. Mhm. Aber das ist deutlich außerhalb von dem, wie das Benutzerinterface gedacht ist. Ja, klar. Dann haben wir hier noch eine Frage. Glaubst du, dass die Overpass-API dem Projekt OpenStreetMap und dem darauf basierenden Anwendungen einen Schub verpasst hat, wie kaum ein anderes Feature? Danke für die Blumen, aber OpenStreetMap ist massiv eine Teamleistung und in allererster Linie sind es die Mapper. Und es ist immer wieder, wenn ich Leute kennengelernt habe von den Mappern vor Ort, da manifestiert sich das. Und das ist eigentlich auch die Aufgabe, die lokale Intelligenz zu behalten, an dem ich hier vor mir, aber wir wissen alle, was gemeint ist. Also im Prinzip die Leute vor Ort, die das Herzblut haben, rauszugehen, zu behalten. Und das sind diejenigen, die darüber entscheiden, ob man die Daten hat, mit denen man anschließend die Leute beeindruckt. Und ja, hat natürlich Spaß gemacht, das zu entwickeln, aber wir sollten da nie den Fokus verlieren, dass wir die Mapper bei Laune halten. Software-Developer sind leichter zu ersetzen als die Mapper. So, dann ist, glaube ich, noch eine Frage frisch reingekommen. Ja, die stelle ich gleich. Gibt es eine aktuelle Bedienungsanleitung für die Overpass Turbo? Für Overpass Turbo? Vielleicht willst du dich auch in der Kamera wieder zeigen. Weiß ich leider nicht. Also ich persönlich benutze die im Wiki. Das ist, also wenn ich persönlich was nachgucke, meistens ist das so der Style-Syntax. Dann würde ich meistens die Wiki-Seite aufrufen und mich da 2-3 Seiten tief durchhangeln. Und das klappt auch ganz gut.
Aber mir wäre nicht bewusst, dass das irgendwo systematisch mit Tiefgang beschrieben ist. Das ist so mit auf der Liste, mit müsste man mal machen. Ich weiß gar nicht, ob man da, ob ich da noch jemanden so mit begeistern kann. Aber wäre mir nicht bekannt, dass es da eine explizite Anleitung gibt. Ich hoffe mal, dass ich zumindest die zur Overpass API demnächst mal wieder weiterschreiben kann. Okay, vielen Dank. Es scheinen momentan keine weiteren Fragen da zu sein.